So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Yakuza. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder aufgenommen habe, aber hier bin ich wieder. Jo. Sei vorsichtig, Kazuma. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss gerade, das ist super. Kaga aus dem Fegefeuer, der Informant, der alles wissen soll. Er ist irgendwo im Westpark, ein gefährlicher Ort. Nicht einmal die Bullen wagen sich da hinein. Sei vorsichtig. Okay, weiß ich Bescheid. So, machen wir uns mal auf den Weg. Ich hoffe, Hitomi... So. Geh zum Fegefeuer, go to Purgatory. So. Das ist der Fahrstuhl, ne? Nee, das sind Treppen. Dann gehen wir die Treppen. Ich nehme den Fahrstuhl. Jo, erster Stock. Okay, irgendwie uncool. So, ich brauche erstmal die Karte. Ah, es wird mir angezeigt. Cool. Aber mit dem hätte ich reden können. Mich so angeguckt. So, was geht? Ich bin müde, so müde. Was ist passiert? Hör dir das an, Mann. Die Bar hat um 6 Uhr morgens dicht gemacht und seitdem bin ich mit dieser alten Schrulle unterwegs. Ich musste stundenlang den Arsch dieser alten Dame verwöhnen. Verstehe. Ist das nicht beschissen? Shota, schickt mir nur die hässlichen Frauen. Ich hab echt die Schnauze voll. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Ach du Scheiße, ich dachte, der hat wenigstens eine ordentliche Aufgabe. Achso, Karte ist ja hier. Oh, ich kann mal meine Fähigkeit mal wieder steigern. Da war ja was. Was haben wir denn hier so? 11.000 habe ich. Geh mal ein bisschen in den Teil rein. Gut. Sehr schön. Ich muss in den Westpark. Lasst mich durch. Ey, Alter, was geht? Es gibt wieder Boxzeit. Yeah. Papst, du siehst ziemlich gut angezogen aus. Ach, kannst du nicht einem armen Kerl wie mir etwas Taschengeld geben? Taschengeld. Yakuza. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert, aber ich komme bestimmt wieder rein. Einfach smash the button ins Gesicht. Ich würde sagen, so funktioniert das. Wenn ich jetzt... Könntest du bitte in die richtige Richtung schlagen? Dann wäre ich hier verbunden. Ich habe jetzt letztens eine Menge Dings geguckt. Und wie kann ich doch hier auch ausweichen? Ah, so geht das. Okay. Letztlich ein ordentliches Maß an Shenmue bei Game One gesehen, also Rocket Beans TV Let's Play. Und das ist ja praktisch der geistige Vorgänger von Yakuza und es war einfach nur mega geil dazu zu gucken. Ich weiß nicht warum, aber es hat einfach Spaß gemacht. Wow, du bist stark. Opa, lass mich gehen. Hier, 4000 Yen. Ist okay. Well, dann bezahl mich halt. So gehört das ich. Vor allem so alt sehe ich nicht aus. Nö, nö.
Weil Shenmue geht ja viel darum, dass du durch die Gegend läufst und so. Da gibt's jetzt nicht so viel wie jetzt hier so zum Beispiel, was? Ein alter Kerl an so einem Ort wie diesen, nur so am Rumwandern. Du weißt, was jetzt mit dir passiert, oder? Ja, eine Aufwärmübung. Passiert nicht so viel. Es gibt auch ein paar ordentliche Box-Szenen, wo du richtig geil zuboxen kannst, aber nicht so viel wie hier. Eigentlich sollte das ja auch das Virtual Fighter Dings werden. Das kann ich mal einfach mal grabben und einfach mal übelst kaputtboxen. Au. Das Virtual. So. Der Bierkasten. Virtual Fighter Open World spielen, welches das erste Open World Spiel ist, und hat das die Genrebezeichnung Free gekriegt. Wobei ich ehrlich gesagt. Scheiße. Entschuldigung. Nimm das hier als Entschädigung. 5.000 Yen. Ja, okay. Beschwer mich nicht. Wie ich 72.000 Yen habe, weiß ich auch nicht, aber ist cool. Ging darum, wenn ich mir das recht überlege, wie war denn das nochmal? Die haben das Genre Free damit erschaffen. Alle Welt schreit ja eigentlich nach dem Shenmue 3. Beziehungsweise jedenfalls die Leute, die Shenmue 1 und 2 gespielt haben und wissen, worum es geht, schreien nach einem Shenmue 3. Ich persönlich habe jetzt nicht so die Ahnung davon. Ich habe mir nur halt deswegen mal Yakuza geholt, weil ich eine PS2 habe und an einem Dreamcast ranzukommen, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, selbst Yakuza ist schon mega Bombe und macht es mega Spaß. Deswegen ich auch wieder richtig Bock drauf habe. So, der Informant, der alles weiß. Bist du das? Was? Der Eingang zum Fegefeuer? Das wirst du schon selbst herausfinden müssen. Kein Mensch will darüber sprechen, wie man hineinkommt. Okay. Hier ist das Fegefeuer. Was ist denn los? Oh. Hörst du meinen Magenknochen? Das ist mir wirklich peinlich. Das holt ziemlich einen Hunger. Ja. Ich werde dir etwas geben. Nicht jetzt. Tut mir leid, ich kann dir nichts geben. Das ist okay. Du brauchst... Okay. Also, ich muss was zu beißen kaufen. Was ist das denn hier für ein Laden, wo ich hier rein kann? Irgendwas für ein Laden ist das doch hier. Ich brauche erstmal einen Supermarkt. Ajo. Diese Kameraperspektive ist manchmal echt seltsam. Gucken wir mal, wo wir einen Supermarkt finden. Stadtplan. Beam. Apotheke. Das ist ein Club. Don Quixote. Also müssen wir sowas anstreben, ne? Ist ja nicht allzu weit. Wenn Kazuma nicht so wie so ein Schrank durch die Gegend läuft. Ach du Heiliger.
Wenn ich außerdem wüsste, in welchen Club ich gegangen wäre, um die gute Hiromi, die auf mein Handy die ganze Zeit schreibt, um mal wieder mit der abzuhängen, aber keine Ahnung, wo die war, also. So, ich brauche Nudeln oder so ein Stuff. Ich brauche E-Stuff, den ich einkaufen kann und benutzen kann. Ich habe gefühlt nur noch ultra wenig zu heilen und falls ich nicht gut spiele, was mir schon mal passieren kann, brauche ich Stuff zum Heilen, was immer wichtig ist. Merkt euch, Stuff zum Heilen ist immer wichtig. So. Nö. Hier gibt's nichts, was ich haben will. Es sah alles nicht nach Lebensmittel aus. Es gab irgendwelche Aufputschmittel, welche so ja ganz nett sein können, aber müssen nicht. Ah, da haben wir doch den Laden, den ich haben will. Hey yo, stehst du im Weg? Hey yo, lass mich mal da rein. Da geht's rein. Yay! Hallo, was haben wir denn hier? Machen wir mal voll. Jo, danke. Kann ja was in Ruhe beißen und wir haben auch ein bisschen wieder was zu heilen dabei. Welches immer sehr vorteilhaft ist, mal immer was zum Heilen dabei zu haben. Haben die eigentlich irgendwelche Sinn und Zwecke? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich einfach mit meinem fucking Arcade-Controller zocken können. Wäre wahrscheinlich deutlich cooler gekommen. Jedenfalls für mich wahrscheinlich. Da wollte ich nicht lang. Ich wollte da lang. Da ist cool. Oh Mann, ey. Die könnten jetzt schon ein, zwei Kämpfe mehr machen. Ich meine, als ich das letzte Mal Hitomi mit mir rumgeschleppt habe, ja, kamen sie alle 5 Sekunden an und wollten mir ins Gesicht geben. Jetzt kein einziges. Ja, zweimal. Ja, wenn es sich zu häuft, ist es zu. Und wenn es zu wenig ist, ist es auch so. Schneller laufen? Nee, ne? Gehe ich nicht davon aus. So, dann los. Füttern wir mal den kleinen Jungen. Ja, ich. Da. So, ich hatte wahnsinnigen Hunger, vielen Dank. Kannst du mir jetzt irgendwie was geben? Ajo. So, wer bist du denn? Obdachlose. So, was will ein Mann wie du jetzt anstellen? Und weißt du, Yakuza sind im Fegefeuer unerwünscht. Ich bin kein... Ich hatte wahnsinnigen Hunger. Vielen Dank. Öffentliche Toilette? Hallo. Hey du. Hast du das Shit nicht gelesen? Hier steht nicht benutzen. Nö.
Pass gefälligst besser auf. Hey, du, hast das Schild nicht gelesen? Nicht benutzen? Ja. Also ist dir wohl egal, was mit dir passiert. Okay. Ich habe das Schild nicht gelesen, aber wir versuchen es einfach mal. Get the fuck out of here. We don't need no Yakuza. You deaf? Fuck off! Aren't public restrooms open to everyone? Motherfucker! Yes? Yes? That's correct. I understand. Okay, let him through. This way. Follow me, Kazuma-san. So, you know my name already. Welcome to Purgatory, Kazuma-san. Is down there, waiting in the very back. Go ahead. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Yakuza. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ciao.